Ja, hallo, schön, dass ihr da seid, dass ihr zuschaut. Danke an die neuen Abonnenten und danke für die Likes der vorherigen Videos. Sorry erstmal, dass ich jetzt erst wieder ein Video mache, aber in der letzten Zeit ist das so, dass ich sehr gut ausgefüllt bin mit meiner Arbeit zum einen und aber auch mit ehrenamtlichen Dingen oder auch mit Lesungen. Und darüber freue ich mich sehr und deshalb komme ich erst jetzt wieder dazu, ein Video zu machen. Ich habe vor kurzem auf Instagram einen Post entdeckt, der mich beeindruckt hat. Und dort hat jemand aufgezeigt, diese 6 Schritte zur zufriedenen Abstinenz. Die kann ich teilweise bestätigen, für mich, aus meiner Sicht. Teilweise aber auch nicht. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich fand das trotzdem sehr gut, was er da gepostet hat. Und ich möchte euch mal meine Sicht der Dinge vorstellen jetzt. Also, ihr kommt jetzt aus der Entgiftung, aus der Therapie oder auch aus einer Nachsorgeeinrichtung. Oder aber ihr habt einfach so aufgehört mit Trinken. Dann sollte der erste Schritt ein gesunder Egoismus sein. Also ihr solltet darüber nachdenken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, von wem trenne ich mich jetzt und auch mal Nein sagen. Ganz, ganz wichtig, dass man dann einfach Nein sagt und das ist ein gesunder Egoismus, den man unbedingt in der ersten Zeit benötigt. So, der zweite Schritt ist dann die Euphorie. Also man ist jetzt vielleicht ein paar Tage trocken oder auch ja, vielleicht schon ein paar Wochen oder so und dann kommt die Euphorie. Das, zum einen, dass man trocken ist und dass man ja jetzt körperlich wieder ja fast fit ist und so und das ist ja auch ein schönes Gefühl und dann denkt man zu diesem Zeitpunkt, ich spreche da auch aus meinen Erfahrungen, dann denkt man zu diesem Zeitpunkt, oh jetzt wird alles wieder gut, also jetzt Partnerin wird es alles wieder gut, mit den Kindern kann ich mich versöhnen, mit den Eltern kann ich mich versöhnen, ich kann mich mit allen Leuten wieder versöhnen, denen ich wehgetan habe während meiner Saufzeit oder während meiner ganzen Suchtzeit. Und da kommt dann diese Euphorie oder man möchte gleich schnell wieder einen Arbeitsplatz haben. Man möchte manchmal den dritten Schritt vor dem ersten tun. Und das ist dann die Euphoriephase, die, glaube ich, jeder oder die allermeisten von uns Suchtkranken kennen. Dann danach kommt die Ernüchterung, weil dann doch nicht alles so gut funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Also Arbeit kriegt man gar nicht so schnell oder die Versöhnung mit dem Partner, Partnerin läuft erstmal nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Mit den Kindern, die wollen nichts mehr mit dir zu tun haben oder auch die Eltern nicht. Und ja, dann ist man ganz schnell bei der Ernüchterung. Aber da möchte ich euch sagen, da habt einfach Geduld. Wir haben das alle durch. Und wir brauchen da sehr, sehr viel Geduld und können ja nicht erwarten, dass von heute auf morgen alles wieder gut ist. Nachdem wir ja auch immer wieder versprochen haben, jetzt höre ich auf, jetzt trinke ich nicht mehr, jetzt nehme ich keine Drogen mehr, jetzt mache ich kein Glücksspiel mehr. Und wir haben es doch immer wieder getan. Also da können wir auf gar keinen Fall erwarten, dass jetzt eine ganz schnelle Versöhnung eintritt. Da brauchen wir Geduld und die stellt sich auch mit der Zeit ein. Und dann wird natürlich auch irgendwann die Versöhnung kommen mit den Menschen, denen wir wehgetan haben. Der vierte Punkt ist, den halte ich für sehr wichtig. Ich hatte gestern am 28. genau, am 28. September eine Lesung in Güstrow und die war sehr, sehr schön. Also wir hatten da im Anschluss auch eine Diskussionsrunde und dort sagte eine Frau, die war auch schon etwas älter, die meinte, sie kann bis heute ihrem Vater nicht vergeben, weil der ihrer Mutter ganz viel Schlimmes angetan hat, also sehr brutal und auch aggressiv und sowas alles. Und ja, das hat mich dann auch zum Nachdenken gebracht. Und dann habe ich darauf geantwortet, weil ich diese Erfahrung so für mich gemacht habe. Ich habe geantwortet, also dass Vergebung erstmal wichtig ist, ne? Also wenn wir den Menschen, die uns wehgetan haben, wenn wir denen vergeben können, dann ist das ja nicht in erster Linie so, dass wir demjenigen ja was Gutes tun, der uns eben so wehgetan hat, sondern uns selbst. Wir tun uns selbst damit was Gutes. Denn wenn wir vergeben können irgendwann, das ist natürlich ein Prozess. Der geht nicht von heute auf morgen oder so. Aber dieser Prozess, ja, der kann irgendwann kommen. Also es kann zur Vergebung kommen. Und dann tun wir uns was Gutes. Also dann ist ja bei uns die Verbitterung aus dem Herzen raus. Man kann das lernen und ja, es dauert eine ganze Weile. Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen dauert es weniger länger. Aber es kommt irgendwann. Und wie gesagt, also ihr tut euch damit was Gutes, nicht dem anderen, der euch wehgetan hat. Denn der weiß das in den meisten Fällen gar nicht oder ist vielleicht schon gar nicht mehr am Leben. Dann kann man diese vier Punkte natürlich auch immer wieder anwenden im Leben. Denn wir werden auch immer wieder Zeiten haben, wo es uns nicht so gut geht. Und dann ist eben dieser gesunde Egoismus angebracht. Dann einfach mal Nein sagen und sagen, okay, ich mache das jetzt gerade mal nicht oder ich treffe mich mit dem und dem jetzt mal nicht, weil ich brauche jetzt
Zeit für mich. Oder die Euphorie wird immer mal am Start sein. Denn ich erlebe das in den letzten ja, Wochen, möchte ich fast sagen, dass da oftmals sehr viel Euphorie ist, also schöne Momente, die ich habe und gerade durch Lesung oder auch durch die Arbeit am blauen Mobil oder mit dem blauen Mobil. Das sind sehr, sehr schöne Momente oder auch tolle Gespräche mit Menschen. Und dann kommen natürlich auch Tage, die sind nicht so schön. Also da geht es mir dann nicht so besonders gut und ja, dann denke ich eben immer wieder daran, zieh dich jetzt mal ein bisschen zurück und wenn es einfach zu viel wird, dann sag einfach mal nein. Und genauso mache ich das auch. Und ja, und so kann man immer wieder diese vier Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, immer wieder auch anwenden in seinem Leben. Und irgendwann setzt sich dann auch die zufriedene Abstinenz ein. Also wenn man diese vier Punkte, ich spreche jetzt erstmal davon, wenn man gerade erst trocken geworden ist, wenn man diese vier Punkte so für sich ein bisschen verinnerlicht und auch immer wieder daran denkt, dann kann sich dann nach einer Weile die zufriedene Abstinenz einsetzen und das ist natürlich schön, wenn man die erreicht. Und wenn man dann auch über Monate schon sagen kann, oh boah, ich bin jetzt raus aus diesem Sumpf, ich brauche nicht mehr trinken, ich brauche keine Drogen mehr nehmen, ich brauche nicht mehr zum Glücksspiel oder was auch immer es für eine Süchte gibt, ich muss nicht mehr kiffen oder sowas. Und das ist natürlich schön. Dabei sollte man aber auch immer wachsam sein. Also die Gefahren lauern überall. Auch da spreche ich aus eigener Erfahrung, der Suchtdruck kann aus heiterem Himmel kommen. Ich habe ihn in den letzten 3, 4 Jahren nicht gehabt, aber ich weiß, dass er kommen kann und deshalb ist da Wachsamkeit angesagt. Ich möchte jetzt noch was zum blauen Mobil sagen. Das blaue Mobil ist heute und morgen im letzten Einsatz und der findet gerade in Schwerin statt und danach ist ja voraussichtlich Schluss in diesem Jahr. Vielleicht kommt da spontan noch mal irgendwie ein Einsatz, dann ja, werde ich darüber natürlich auch berichten und ich freue mich auch, wenn ich demnächst mal hier ein Interview mit Matthias Kutscher, das ist ja der Vater des blauen Mobils, muss ich sagen, durchführen kann hier. Und das werde ich dann natürlich auch auf diesem Kanal posten. Und jetzt möchte ich euch noch eine sehr schöne Begebenheit oder eine sehr schöne Begegnung erzählen, die ich gestern nach der Lesung hatte. Also während der Diskussionsrunde, das war super, das waren ganz, ganz wertvolle Fragen, die da gestellt wurden. Und ich habe sie sehr gerne beantwortet. Aber dann, als alles zu Ende war, da kam eine junge Frau auf mich zu und meinte, sie hätte vor kurzem das Video mit mir und Thomas Mayerhöfer gesehen. Also das Video, das wird auch unten in der Beschreibung wieder mit eingefügt. Und da erzählte sie, sie hätte mich da gesehen und sie ist aus Güstrow. Und nun hat sie auch gelesen, dass hier eine Lesung stattfindet. Und deswegen ist sie gekommen. Und ich fand das so toll, ich habe da eine Gänsehaut bekommen, zumal sie dann erzählt hat, dass sie auch zum christlichen Glauben gefunden hat und dass Jesus sie auch befreit hat. Von welchen Dingen auch immer, darüber haben wir nicht gesprochen. Aber das war ja eine wunderschöne Begegnung, die ich da hatte und darüber freue ich mich sehr. Ja, und das war's mal wieder für heute und ich freue mich, dass wenn ihr das Video liked oder wenn ihr es teilt und wenn ihr ein Abo da lasst oder wie auch immer und sage bis zum nächsten Mal, seid gesegnet, lasst es euch gut gehen. Bis dahin, tschüss.